Ja, was für ein geiler Schlappenhalter. Guck das mal an. Linke Seite ist ein Schlappen und hier ist noch ein Schlappen. Dann wird getrocknet über dem Fahrrad. Da ist das Handtuch und ja, da ist der Eigentümer. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Du hast einen der ältesten Concorde, kann man hier sagen, auf dem Platz. Ja, der ist jetzt Baujahr 89. 89, sind meine Töchter geboren. Ja, siehst du, da weißt du, wie alt er ist. Krass, da kommen wir mit. Also meine Töchter sind, ich glaube, 33 oder 34, kann man gucken. Da steht er, ist ein bisschen eingeparkt. Wir können gleich mal von vorne gucken. Das ist eine ganz besondere Bauform. Wenn du mal gerade links neben mich kommst, dann können wir immer ganz drauf kriegen. Die Farben, das war damals so, oder? Das war so. Das war fertiges Blech. Ich habe auch von ehemaligen Mitarbeitern hiervon, habe ich nochmal so eine Rolle gekriegt, das ist so ein Quadratmeter, falls mal was irgendwas ist, dass ich mal was ausbessern konnte. Und das habe ich noch. Und da waren die Streifen schon drauf, alles fertig. So, das ist Holzständerbauweise. Wird heute noch so gebaut im Wohnwagenbau? Viele machen das so. Tabba zum Beispiel macht das. Es gibt noch einige, die das so bauen. Nicht mehr viele, aber so einige wenige machen das noch. So, das Blech ist überlappend, das sieht man hier vorne. Also reinreden kannst du eigentlich nicht. Nein, das geht, ist bei dem Wohnmobil nicht möglich. So, ist überlappend einmal hier, dann ist hier, glaube ich, eine zweite Bahn. Die ist hier nochmal abgesetzt durch die Schienen. Durch die Schienen ist das nochmal abgesetzt, dass man das nicht so sehen kann. So, das heißt, wenn irgendwas kaputt geht, kannst du ab den Schienen praktisch reparieren, genau. Die Bahn austauschen? Genau, so ist das geplant eigentlich. So, ist schon mal was passiert? Nee. Nee, bei mir noch nicht. Ist schon hier und da, von meinem Vorbesitzer hatte da hier und da mal was gemacht, aber bei mir ist Gott sei Dank noch nichts passiert. So, jetzt sind ja Leute hier von Concorde, die haben zu mir gesagt, ich muss den unbedingt filmen, weil das ist der lebende Beweis dafür, dass diese Fahrzeuge alt werden können. Die können sehr viel alt werden und man muss halt mit Liebe und Geduld rangehen und das eine oder andere auch reparieren. Das ist nun mal so. So, komm, wir zeigen das mal. Da ist eine Truma drin, eine Gasheizung. Genau. Und so sah damals der Kamin aus. Das ist der Kamin von der Truma-Heizung, genau. Sieht das heute identisch? Natürlich, das geht ja, da ist die Heizung funktioniert ja noch. Ne? Ansaugen und Absaugen ist hier getrennt. Das eine geht nach hoch. Das andere kommt von unten. Kommt von unten. Mhm. So, oben ist wahrscheinlich der Abgaskanal. Und genau. Hast du die schon mal zerlegt, die Heizung? Nee, also ich habe es mal abgemacht, habe es mal sauber gemacht und auch mal neue Batterien. Da Zünder geht mit Batterie und die habe ich schon mal gewechselt, aber sonst zerlegt habe ich die noch nicht. Ach so, das heißt, die Heizung läuft ganz ohne Strom? Die läuft ohne Strom. Ja, das ist ziemlich cool, wie im Wohnwagen. Genau, das ist so. Das ist... Ist auch getrennt, der Boiler getrennt von der Heizung? Ja. Okay. So, was ist dahinter? Dahinter ist, was ist denn das? Das ist Bad dahinter. Da kann, aber die ist schon ewig zu, wie ich den gekauft habe. Ich kann es gar nicht genau sagen, was. Ich habe das nie aufgemacht. Ist zu. Wenn du aufmachst, ist vielleicht ein Bündel Scheine dahinter. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, das nicht. Aber da ist das Bad. Ich weiß nicht, da ist das Waschbecken dabei. Da ist wahrscheinlich eine Revisionsklappe. Vielleicht kann man auch hier noch die Außendusche dran machen, weil hier ist die Dusche. Und das ist vielleicht noch aus, kannst die Außendusche vielleicht noch benutzen. Das kann natürlich noch sein. Damals ist ja vielleicht spannend, wenn du irgendwann mal reinguckst und dann ja, ist ein Schatz drin. Wenn ich mal was machen werde. So vom Goldraub in Berlin. Stück Münze. Ja. Das wäre schön, ja. Dann könnte das ist der Grund, warum er so nach links hinkt. Genau. Hier, was Klo? Da ist das Klo, die Kassette. Unten haben wir dann den Schieber fürs Wasser. Abwasser. Abwasserentsorgung macht da auf. Ja, und da ist die Kassette halt drin. So, jetzt hast du hier eine Trittstufe. Kannst du richtig einsteigen. Ja. Hast du ihn schon mal irgendwo jetzt angeeckt, getroffen vorne mal? Ich habe ihn noch nie angeeckt. Echt? Nee. Du kannst fahren? Ich hoffe es doch wohl. So, jetzt zeige ich mal gerade so Ecken. Das sind neuralgische Ecken. Da ist das Dichtmaterial noch original. Da haben die auch ordentlich Dichtmasse verwendet. Ja, genau. Das ist richtig schön dicht. Und das lasse ich auch so, wie es ist. Das mache ich auch nicht schön, weil... Nee, das soll man nicht. Ja. Genau, das könnte nicht passieren, dass es dann undichter wird. So, das soll man so lassen, wie es ist. Und das ist übrigens auch ein Beweis dafür, dass es dicht ist. Und das hier ist wahrscheinlich eine Kederschiene, die hier drin ist, oder? Ja, das ist natürlich von ausgeblichen. Das ist jetzt halt alt jetzt. Ne? Das ist, irgendwann ist es fällig. Und dann ist es fällig. Ich habe die schon zu Hause liegen. Gut, sehr schön. So, kommen wir mal nach vorne. Ein Peugeot. Der lebende Beweis dafür, dass Peugeot gute Motoren baut. Ja, der hat jetzt einen 2,5-Liter-Motor mit 95 PS. Läuft sehr gut. Bergauf tut er sich schwer. Klar, bei dem Gewicht hat ein Gesamtgewicht von 3,3 Tonnen. Das ist normal bei einem Saugerdiesel, dass der sich dann so ein bisschen... Sauger? Ein Saugerdiesel. Wenn ich mal gerade daneben stellst, sag mal so lieb, und mal deine linke Hand auf die Motorhaube platzierst und jetzt so tust, als ob du ihn liebst. Den liebe ich auch. Den liebst du auch. Sehr schön. Startbild. Augenblick. Da ist es. Danke. So, dann ist hier ein Hufeisen dran. Du hattest immer Glück. Wie gesagt, ich habe noch nie angeeckt. Da ist da das auch allerdings von meinem Vorbesitzer. Ich habe da auch dran gelassen, damit ich das Glück weiterhin habe mit dem Auto. Und bisher habe ich auch wirklich
kaum Probleme gemacht mit dem. Da steht ein bisschen Schwitzwasser im Scheinwerfer. Ja, das bedingt irgendwann, die sind ja eingeklebt, das sind ja richtige Scheiben, das ist nicht wie heute Plastik, das ist ja Scheiben, Glas. Das ist Glas. Und da ist eine normale Silikon oder Dichtmasse dahinter und ist eingeklebt und die lösen sich irgendwann. Das ist der Grund, warum die nicht blind werden, oder? Genau. Das ist ja geil, die halten ewig. Die halten normal ewig, wenn kein Wasser reinkommt, so wie der, aber wie gesagt, die sind auch bestellt, aber noch nicht da. So, und dann Stoßstange, auch die sieht eigentlich noch gut aus, oder? Ja, die sieht noch gut aus. Ist zwar schon, man sieht, wenn man genau hinguckt, ein bisschen porös hier und da, ne, wo die Nieten da sind, und das, aber das bleibt nicht aus. Bei dem Alter ist das halt so. Die haben mal auf das Fahrzeug geschossen. Ja, ich habe das im Winter, habe ich das in der Scheune stehen und da ist ein großes Scheunentor drauf oder davor und das Holz ist relativ spröde und irgendjemand hat wohl ein paar Schießübungen gemacht und hat mir dann das Ding genau getroffen, die Scheibe da oben kaputt gemacht. Und die wussten aber wahrscheinlich nicht, dass dahinter stand. Das wussten die nicht und das war auch mit Sicherheit keine Absicht, aber leider hätten sie es ein bisschen nach links gezielt, da war alles frei und dann wäre nichts passiert, aber naja, so habe ich halt Pech gehabt. So, ein CB-Funkgerät war mal drin. Das war auch mal drin, der Vorbesitzer, aber das brauche ich nicht, deswegen habe ich das. TV-27-Anschluss, kennt man ja noch von früher. Dann die Spiegel sind auch für die Ewigkeit gebaut. Die sind auch für die Ewigkeit gebaut und die bleiben auch schön dran. Es gibt noch Nachrichten, das habe ich jetzt mal gesehen, die man dran machen kann, aber das will ich gar nicht. Nö, die halten ja. Die halten ja. So, zeigen alles. So, hier vorne Rost. Ja, Rost viel? Nee, das ist, fängt hier jetzt an. Jetzt muss ich hier und da muss ich jetzt was machen, klar. Aber das nach 34 Jahren, denke ich mal, ist das auch genehm, dass er das bisschen an Rost hat. Noch habe ich. Der steht ja in der Scheune, gell, sagst du? Ja, der steht im Winter in meiner Scheune. Also ich fahre den nicht Winter. Oh, schön. So, die Aufbautüre, das ist soweit gut. Das ist der Kühlschrank. Nee, das ist das Gasfach. Das Gasfach, das, ja. Das Gasfach und hier ist der Kühlschrank. Da ist der Kühlschrank, ja. So. Das ist Gasfach, okay. Und so. Hier ist nochmal der Auslass von der Wassertherme. Genau, der hat er hier getrennt, haben wir eben gesagt. So, hier ist eine Heckgarage, da kannst du einen Roller reinmachen, Mountainbikes. Genau, da kommt sogar ein Moped. Nein, das sind natürlich sehr kleine Klappen, wo die genötigsten ohne Siegel einfach reingehen. Die gehen zwar, hier ist eine Rundsitzecke, die gehen dann halt hier durch. Du hast eine Rundsitzgruppe? Ich habe eine Rundsitzgruppe, das ist ja geil. RS. Und dann haben wir hier auf der Ecke, kann ich auch durchladen bis hinten, allerdings schmal. Man sieht es halt. Ne? Dann, es hatten die früher immer eine Leiter, aber du warst ja so schlau und hast sie abgeschlossen, da kommt man nicht so leicht hoch. Nee, das ist, weil ich will auch niemanden auf meinem Dach haben und deswegen habe ich da so ein Blechchen dran gemacht und mit einem Schlösschen da hinten, damit nur ich drauf hochkomme, wenn irgendwas was ist. Die Sonne bollert ja jetzt volle Lotte, oder? Ja. Das ist ja. Hättest du das gedacht, dass es dieses Jahr nochmal warm wird? Ja, natürlich. Natürlich. Wir haben noch Klimaerwärmung, oder? Es wird schon, ja. So, komm, wir gehen mal rein. Ich bin echt aufgeregt. Früher hat man übrigens diese ganzen Sachen draufgeschrieben, wie im Hotel, dass er zum Beispiel, er hat hier einen Abwassertank, er hat ein WC, er hat eine Dusche, er hat fließend Wasser. Und das Ganze gab es irgendwie einen Verband, glaube ich, der das dann gemacht hat. Dann hat er hier Qualität und Sicherheit beim Motorkaravan, hieß der früher. Ja, ja, genau. Der Motorkaravan. War das schon drin hier mit den Fliegendings? Nee, die habe ich selber persönlich reingemacht. Es gibt hier keine Schiebetür, ich kann hier keine Schiebetür drin machen. Also das ist total stilvoll, finde ich. Ja, vor allem, es passt irgendwo zum Auto auch, ne? Das ist ja das Schöne. Oh ja, so, und hier überall hast du Regenablaufrinnen. Genau. Die Markise ist noch die erste? Das ist noch die erste, ja. Die erste, niemals weggeflogen? Bei mir nicht. Fast wäre es mal so weit gewesen, aber ich habe es nochmal Glück gehabt. Ja, Sturm kommt schnell. Ja, das ist es, genau. Da muss man einpacken. So, jetzt bin ich mal gespannt. Machen wir ja auf? Ja, wir können. Es ist eingeräumt, aber nicht aufgeräumt. Ja, das ist egal. Das ist, also wenn du kannst gerne mal bei mir filmen. Da kriegen die Leute immer regelmäßig einen Anfall, weil die sagen, Mensch Sven, boah, ist der geil. Ist das Originalpolster? Nein, das ist kein Originalpolster. Das war so ein graues Quad. Quad, ja, so. Aber gut nachempfunden, finde ich, oder? Stilvoll. Ja, und ich habe das aber, oder wir haben das dann so gemacht, dass wir dann auch mal neu gepolstert haben und uns das so nach unserem Geschmack so ein bisschen eingerichtet haben. Hat der eine Klimaanlage? Der hat eine Klimaanlage. Geht die noch? Die geht. Der geht mit Wasser, der ist hier im Schrank, da ist ein Wassertank drin, also 10 Liter oder 12, was da reingeht, dann musst du voll machen und dann funktioniert das auch. Geht das gut? Ich habe es noch nie ausprobiert. Sehr braucht man es nicht. Weil wir sitzen meistens, wenn es warm ist, im Wohn draußen, immer nur draußen. Und dann machen wir alles schön auf, wenn die Sonne weg ist. Und dann ist es so abgekühlt, dass wir es eigentlich nicht brauchen. Und hier schlafen ja zwei Leute, was?
Ja, ich hatte jetzt zwei Tage einen Nachbar und ich habe dann da oben geschlafen. Mhm. Und der ist jetzt aber weg. Ich habe auch so eine umgebaut, das muss ich noch machen, wieder zu einer Rundsitzecke. So, Rundsitzgruppe, kannst hinten rausgucken. Toller Grundriss, das ist so. Früher hat man übrigens auch alles so ein bisschen mehr wie zu Hause gebaut. Also das war von den Farben her, von den Möbeln her. Das war immer dasselbe, das ist, wie es immer früher halt war. Ne? Eiche rustikal, Eiche hell, ne? Und was es da so alles gab von früher. Ein Teppich, aber die ist super, die Qualität von Concord. Ja, das ist, da gibt es gar nichts. Also, der Möbelbau ist top. Der ist klasse, der ist hundertprozentig. Ne? Da geht auch nichts dran. Ne? Klar ist mal irgendwo, dass Abnutzungen sind überall, aber wenn ich überlege, dass die jetzt 34 Jahre ist, welche Küche sieht nach 34 Jahren noch so aus? Das ist der Kühlschrank, der Original? Das ist ein großer Kühlschrank jetzt. Der ist halt nicht original. Den hat der Vorbesitzer hat den dann auch nochmal rausgemacht, weil der andere auch kaputt gegangen ist. Guck mal, Fliesen hat er. Ja, das ist aber optisch nur. Das ist also ein Imitat. Ja, das sind so dieser Boden, den es da gibt. PVC. Hier, ist das eine richtige Spüle, Emaille oder? Ja, nee, Kunststoff. Das ist Blech. Blech. Krass. Dann ein ganz normaler Wasserhahn. Das ist ein ganz normaler Wasserhahn. Wie ja jeder hat eigentlich. Ja klar, aber guck mal hier, Concord steht da nochmal. Ja, das ist eine Dunstabzugshaube. Echt? Ja. Geht noch? Natürlich geht die. Hier geht alles. Geht alles. Da darf ich mal das Kochfeld sehen. Natürlich. Muss ich nochmal ein bisschen beiseite räumen. Den darf ich nicht vergessen. Da steht das Wasser. Ist das hier so ein Spülding? Das oder? Ist ein Spülding. Das ist ein. Ist das gut? Das gefällt mir ganz. Oder fällt uns ganz gut. Dann kannst du nämlich alles schön sauber machen. Dreiflammig. Boah, ein Riesending. Ja. Wird von der Seite bedient. Genau. Seite Einstellding ist, wo du die Temperatur regeln kannst. So, und dann finde ich immer, die Bedienpanels finde ich ganz gut. Früher waren ja Zeigerinstrumente analog, gab ja nichts anderes. Nee, es gab nichts anderes. Hier kann ich mein Frischwasser machen, ist im Moment leer, Abwasser ist ein bisschen mehr. Und du hast Sicherungsautomaten drin? Sicherungsautomaten. Und das ist halt meine Batterie vorne bzw. hinten. Also ich kann zwei anklemmen, ich habe nur einen angeklemmt, deswegen habe ich nur eine. Und das ist meine Wasserpumpe. So, da ist ein Alkoven? Das ist mein Alkoven, wo ich jetzt quasi... Ist da wärmer drin? Es ist immer wärmer drin, das ist klar, weil die Wärme steigt immer nach oben, das ist halt so. Der riecht aber gut, weißt du, ich habe immer so ältere, die riechen schon ein bisschen muffig, der hier gar nichts. Das ist, muss da auch ein bisschen pflegen, ne? Ja. Das heißt, ich lasse das Ding nicht über Nacht, über den Winter drin, da kommt auch alles raus, wird alles sauber gemacht. Ja. Die Matratzen werden ausgesaugt und gemacht und getan. Und dann wird auch mal hier drinnen wieder noch alles geputzt, was hier unten drin ist. Und deswegen, denke ich mir mal, riecht der nicht erstmal so muffig. Außerdem kommt auch der muffige Geruch eigentlich mehr, wenn er mal undicht war oder so. Achso, dass da Feuchtigkeit. Dass da irgendwann mal Feuchtigkeit ist, dass es dann dadurch mehr oder weniger wird. So, nee, ist unser Bad. Boah, wie geil. Eine Banktoilette. Ja, das ist, wie gesagt, ist ein bisschen klein, aber so hier um die Ecke war die Dusche. So, und jetzt? Ein Kleiderschrank. Jetzt habe ich da, habe ich halt was hingemacht, wo ich noch ein bisschen Stauraum habe. So, du duschst nicht im Auto? Nein, wie gesagt, das ist ein Holzaufbau oder Ständerwand, eher gesagt. Und bei dem Alter kann nicht alles, die Nähte mehr dicht sein. Und bevor mir da irgendwas, der Dampf und da reingeht oder irgendwas, dann dusche ich lieber irgendwo anders. So, also heute ist ja Sandwich-Aufbau, können wir uns ja gleich mal draußen angucken. Ja, toller Concord. Und das Klo, die Kassette kriegt man noch nach. Wenn die habe ich jetzt auch erst vor zwei Jahren eine neue gekauft. So, eine richtige Leuchtstoffröhre drin. Krass. Der ist total schön. Dann hier vorne. 89. Jetzt überleg mal, der ist so alt wie meine Kinder. 33 Jahre. Damals ein Vermögen gekostet, oder? Ich kann nicht sagen, was er gekostet hat. Ich habe aber für damalige Verhältnisse. Ja, da gehe ich mal stark von aus. Dass das da warst du wahrscheinlich in den oberen 10.000, wenn du sowas gekauft hast. Oder? Mit Sicherheit. Ja. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja, damals hat ja auch keiner Wohnmobil gehabt. Nee, das waren ja früher hatten sie ja Zelte, ja. Wohnwaren. Ja, aber Wohnmobil war es eigentlich sehr, sehr selten, die dann. Eine Krisengarderobe, die noch drin ist. Das war damals auch so. Dann, das ist die Heizung, die kam ja aus dem Wohnwagen. Genau. Die geht wirklich ohne Strom. Das heißt, die hat eine Batterie zum Zünden. Genau. Piezo, so, ich glaube, so eine 1,5 Volt, die kommt da rein. Genau. Mignon. Dann hast du hier eine Ablage, das ist auch sehr praktisch. Das ist dein Saatreceiver. Nee, das ist mein Radio. Dein Radio. Wir haben auch eine Schüssel oben auf dem Dach, aber solange wie wir den haben, war da nicht ein Fernseher hier drin. Mhm.
Du brauchst zum Campen keinen Fernseher. Nein, man schaut ja jeden Tag eigentlich Fernsehen und macht und tut. Und die paar Tage, die man im Urlaub hat, möchte ich das nicht vom Fernseher verbringen. Ja, es gibt ja noch ein Handy, kannst du dann. Ja, aber trotzdem. Zur Not. Ja, zur Not. Wenn da irgendwas ist, so Nachrichten, kannst du auch dann immer das Handy hören, klar. Oder das und andere, aber die Welt ist explodiert, so, ja. Und dann kriegst du eben mit. Genau, das ist, ja. das ist halt so. Na, hast du auch das Radio an, dann kriegst du ja auch die Medien, sagen dir das ja auch im Radio. Ne? Du bist ja gar nicht so scharf drauf, oder? Wenn du im Urlaub bist, dann. Ja, wie ich meine Ruhe habe einfach. Dann haben wir uns saßen, man sitzt sich lieber draußen, spielt Karten oder irgendwas und, mhm. Ja, und ich darf mal reingucken durch den Vorhang? Natürlich, klar. Dass wir mal das Fahrerhaus mal inspizieren. Analoger Tacho, das heißt nichts voll digital. Nee, um Gottes Willen gab es so derzeit gar nicht. Ja, ich hatte ja mal ein Ritmo und wenn du guckst, das war damals hier der letzte Schrei, das Fahrerhaus, auch hier das Polster. Ja, ja genau, das ist das. Na, das kommt. Dafür hätte man dafür hätte man getötet. Wahrscheinlich gab es auch einen Mantel in gleicher Farbe. Wahrscheinlich. Ne? Und so ungefähr das Braun, wie es hier war, war die Gruppe auch, die Sitzgruppe und auch hier das Garderobe, die wir dann nachher aber weggemacht haben und haben das mal neu beziehen lassen. Genau, das konntest du nicht mehr ertragen. Nee, es hat sich auch erdrückt. Es wurde auch dann dazu dunkel dafür und so. Und man möchte ja auch, man möchte sich wohlfühlen, möchte ja nach seinen Vorstellungen und Wünschen ein bisschen anpassen. Mhm. So, da ist die Schaltung neben dem Lenkrad. Genau, das ist so eine Lenkradschaltung, H5-Ganggetriebe. Also wie normal, aber oben. Genau, wie normal, aber oben. Hat der riesen Schaltwege, oder? Nee, es geht. Es geht. Also wenn man das beachtet, den Baujahr auch unten gehabt hätte, dann wäre es dasselbe. Das ist so ein Sauger. Und das heißt Berge, zum Beispiel jetzt in Kassel. Oh ja, da könnte man am liebsten noch mal so ein bisschen Anschwung geben. Das ist der einzige Nachteil an dem Auto, weil der einfach 3,3 ist einfach zu schwer für. Okay, das heißt, du fährst langsamer dann. Ja, natürlich, ich fahre sowieso nicht schnell. Ich fahre irgendwo so 90 laut Tacho, dann da geht irgendwo ein bisschen vor. Was nimmt er? An Sprit. Also je nachdem, wie ich fahre und wo ich fahre, also irgendwo so 10, 12 Liter verbraucht er dann. Geht ja. Ja, das ist okay. Das ist aber zivil, ja. Und wenn ich, ja, wie gesagt, das ist halt auch, hat ja eine Kleiderschrank quasi als Wind-CO-Wert, ne, dann, aber bin ich mit zufrieden, das muss ich ganz sagen. Ein fahrender Möbelkoffer. So ungefähr, kann man sagen. Genau, ein fahrender Kleiderschrank, das sagen Leute auch viel. Ja, schön, komm, wir gehen mal raus, dann zeige ich mal die Kollegen. Hast du schöne Gardinchen drin? Ja, wie gesagt, haben wir alles. Alles neu gemacht. Ja, nach unseren Wünschen und dementsprechend. Stilvoll. Was ich gut finde, ist, dass du ihn in außen möglichst original gelassen hast. Ein H-Kennzeichen schwierig, oder wie? Es geht, also ich. Oder bringt das nicht viel? Ja doch, man hat halt, der Vorteil ist einfach, beim H-Kennzeichen, man bezahlt 190 Euro noch Steuern. Mhm. Ja, und dann sonst bezahlt es das Doppelte das ganze Jahr. Also das ist einziger Vorteil, den man. Ja, da gibt es ja irre viele Kriterien, die dann erfüllen musst. Ja, und der zweite Vorteil ist halt, wenn du mal irgendwo hier in Deutschland irgendwo in der Umweltzone, kannst du in jede Umweltzone rumfahren. Mhm. Das ist halt der Vorteil. So, komm. Da vorne ist deine Truppe. Sind die lieb? Die sind alle lieb, sind alle. Wir haben uns auch hier kennengelernt, der Udo. Eigentlich haben wir uns alle hier kennengelernt. Und es ist eine gute Freundschaft dabei rausgekommen. Und wir sehen uns auch mal ganz im Winter mit dem Auto privat, feiern zusammen noch ein bisschen. Und das ist richtig schön geworden. Du warst auf dem Treffen, auf der Werksführung warst du, gell? Nein. Nein? Okay, weil ich hatte das irgendwie in Erinnerung, du wärst weg gewesen auf der Werksführung. Okay. Wir sind miteinander vorbeigelaufen. Ja. So ist das. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Tolle Truppe, tolle Wohnmobile. Ich bin begeistert und ja, wir werden sehen, was bei rauskommt. Euch habe ich ja schon gefilmt. So. Ja. Genau, ja. Du bist aber so gechillt hier. Ich bin beeindruckt. Ja. Tschüss. Ja, alle durch. Nur mal nicht. Das